Ein Thema, was mich in letzter Zeit immer stark beschäftigt, ist dieses Thema, finde deine Nische. Also wenn es Leute gibt, die sagen, finde deine Nische, damit du erfolgreich sein kannst auf, was weiß ich, Instagram oder YouTube, da ist schon was dran. Aber bevor du deine Nische definierst, finde doch erstmal raus, was macht dir überhaupt Spaß. Es gibt ja diesen schönen Spruch, finde dein Warum. Und das Wie wird sich dann ergeben. Und ich glaube schon, dass da viel dran ist. Ich glaube aber auch, dass es nicht so leicht ist, sein Warum zu finden. Klar, man muss viel überlegen. Aber wenn man so gestrickt ist wie ich und immer sowieso schon viel zu viel überlegt und viel zu viel reflektiert, ist es einfach nur anstrengend. Und der wichtige Punkt ist, man muss einfach mal was tun und einfach mal handeln. Und letztendlich einfach mal Sachen ausprobieren, um dann rauszufinden, was macht mir überhaupt Spaß? Mach einfach mal, kreiere einfach mal was und taste dich einfach so langsam ran. Und ich glaube, das sollten eigentlich viel mehr Creator draußen tun. Einfach mal Sachen ausprobieren, rausfinden, macht es mir überhaupt Spaß, zum Beispiel Menschen zu fotografieren? Macht es mir überhaupt Spaß, was weiß ich, zu tun? Einfach mal das Pferd von hinten aufzäumen. Also wenn es heißt, finde deine Nische, find doch einfach mal raus, was deine Nische nicht ist. Probier einfach Sachen aus und du lernst auf diesem Weg ja auch so viel und am Ende wird sich irgendwo ein Tor auftun, wo du sagst, hey, das macht aber richtig Bock und da habe ich so eine Freude dabei und dann kannst du einfach dabei bleiben und am Ende vielleicht auch damit erfolgreich sein. Und vielleicht hast du dann viele Abonnenten und vielleicht kannst du damit auch richtig gutes Geld verdienen. Und wenn nicht, hast du nichts verloren, weil du trotzdem was gefunden hast, was dir richtig Bock macht und was dir Freude macht und was dein Leben bereichert. Und du kannst so quasi nicht verlieren. Wenn du es anders aufziehst und dir eine Nische suchst, wo du denkst, hey, das ist eine Nische, die hat vielleicht noch niemand besetzt, da könnte ich erfolgreich mit sein, aber wenn es nicht deinem innersten Wesen entspricht, wirst du A, keinen Spaß daran haben und du wirst B, auch niemals so erfolgreich sein können, wie mit etwas, was du aus Leidenschaft und was du gerne machst. Versucht euch nicht immer an anderen Leuten zu messen und macht euch nicht verrückt, wenn es immer heißt, du musst deine Nische finden, um erfolgreich zu sein. Ich glaube, es ist viel wichtiger, das zu finden, was einem richtig Bock macht und worauf man richtig Freude hat. Und dann kann man damit auch erfolgreich sein. Und wenn es halt nicht klappt mit den Zehntausenden Followern, dann ist man wenigstens trotzdem glücklich, weil man was gefunden hat, was einem Spaß macht und was eine Leidenschaft ist. So, ich laber sowieso schon wieder zu viel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.